Leute, Respawn bekommt's nicht gebacken. Seer wird erneut genervt. Er wurde released, er war OP, er wurde runtergepatcht, er wurde kaum noch gespielt. Dann wurde er vor ein paar Wochen in den Himmel gehoben, kann man fast sagen. Er war fast schon zu OP wieder, als er wieder gebufft wurde. Und in Season 18 wird er wieder genervt. Und ich kann euch sagen, was passiert. Bevor ich euch das gleich sage, ganz kurz und knapp, möchte ich für meine neue Playlist werben. Ich habe heute mein allererstes GTA 6 News League Video an den Start gebracht. Ich habe vor ein paar Tagen die Umfrage gestartet. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Bock auf GTA 6? Ja, nein, vielleicht. Und wenn ja, habt ihr Bock auf ein paar News auf meinem Kanal? Das erste ging heute an den Start. Es werden viele weitere Folgen, weil ich jetzt schon eine Menge im Petto habe. Also würde ich mich freuen, wenn ihr auch dort vorbeischaut. Habe ich heute erst veröffentlicht vor diesem Video. Und jetzt fangen wir direkt an mit dem Seer. Es ist die taktische Fähigkeit, die tatsächlich einfach ein bisschen zu krass war. Es wird in Zukunft so sein, dass die Reichweite der taktischen Fähigkeit nicht mehr so weit geht. Ich kann euch aktuell noch keine genauen Zahlen zu allem sagen. Ich weiß, dass es vorher 75 Meter waren, jetzt sind 60. Ich denke mal, so auf rund 40 Meter wird sich das wahrscheinlich begrenzen. Meine Theorie, die Aktivierungszeit der taktischen Fähigkeit wird verlängert. Das heißt, es dauert deutlich länger, bis die tatsächliche Fähigkeit aktiviert wurde, und der Verlangsamungseffekt von 2,5 Sekunden wird einfach mal um fette 2 Sekunden verringert. Die Verlangsamung hält dann nur noch 0,5 Sekunden. Also im Endeffekt ist die taktische wieder nicht so viel wert, wie sie jetzt für einen Split, wollte ich gerade sagen, für einen Mid-Season-Update war. Ladies and Gentlemen, ich denke, das war es schon wieder mit Seer. Er wurde kaputt genervt. OP, jetzt nicht mehr OP, kaputt genervt ist vielleicht nicht hundertprozentig richtig, weil gesilenced sind die Gegner dennoch, aber ich glaube, jetzt wird es noch ein Ticken schwerer, die Gegner zu treffen auf einem kürzeren Tunnel, und ein geringerer Verlangsamungseffekt macht die Handhabung für Seer jetzt nicht unbedingt besser. Ladies and Gentlemen, schreibt es in die Kommentare, was haltet ihr von dem Nerf? Schaut wie gesagt auf meiner GTA 6 Playlist vorbei, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, rein, ciao.